Wieso kommen wir eigentlich ausgerechnet jetzt auf die Idee, einen Spielfilm über die Prager Botschaftsflüchtlinge zu drehen? Geschichte liegt halt im Trend. Hof 89. Ruhe bitte, fertig, Ton ab, Ton läuft, Kamera an, Kamera läuft. Und bitte. Ja, das war völlig unpersönlich. Als ob du überhaupt keine Beziehung dazu hättest. Ja, aber Norman, wie soll ich denn zum Hofer Hauptbahnhof eine Beziehung aufbauen? Ja, vielleicht nicht zum Hofer Hauptbahnhof, aber zur Freiheit. Wisst ihr, wo der Kerl herkommt, der dieses Drehbuch geschrieben hat? Wir waren doch an vorderster Front. Wir haben das doch alles erlebt. Ja, du hast ja recht, aber das Drehbuch ist ja bereits geschrieben. Das Drehbuch ist scheiße! Liebe Brüder und Schwestern aus der DDR, herzlich willkommen in Hof. Entschuldigung, aber das ist doch mein Trabi-Schlüssel. Habe ich recht? Über 10 Jahre habe ich auf dieses Teil gewartet. Im September 89 habe ich ihn endlich bekommen und dann, ein paar Tage später, verschenke ich ihn. Warum steht sowas eigentlich im Drehbuch? Vielleicht, weil es ein Profi geschrieben hat. Wenn ich aus Hof wäre, ich weiß ja nicht, ob ich mir den Film anschauen würde. Das Wunder von Hof! I've been looking for freedom. I've been looking so long. Ich will mal einen Film machen, der einer Sache gerecht wird. Ich hatte so einen Hals, als ich zum Bahnhof gefahren bin. Und bin 3 Tage später mit so einem Herzen wieder nach Hause gekommen. Das Wunder von Hof! Cause it's a bit-